So, hallo, hier ist euer One von PocketPC.ch und ich habe hier das Sony Xperia M4 Aqua in der Hand. Es ist ein neues Gerät von Sony, welches wahrscheinlich die Nachfolge des M2 Aqua antritt und mit deutlich besserer Hardware ausgestattet ist. Es hat ein Snapdragon 615 Prozessor, 64 Bit, übrigens 2 GB RAM mit 8 GB internem Flash-Speicher, leider ein wenig unterbestückt, würde ich sagen. Es können allerdings MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB hinzugesteckt werden, um es zu kompensieren, wenn man will. 13 Megapixel hinten soll annehmbare Fotos knipsen, ist ein Exmor-Sensor von Sony für den mobilen Bereich, der hier verwendet wird. Das Display misst 5 Zoll in der Diagonale und löst mit 720p auf, also nur ein normales HD-Display. So, ich hoffe, ich kriege es entsperrt. Es ist entsperrt. Die Farben des Displays sind tatsächlich sehr, sehr gut. Wir blicken auf Sonys eigene UI zurück. Es sieht prickelnd aus, also es lässt sich auch sehr, sehr flüssig bedienen. Die UI von Sony ist ja mittlerweile auch sehr bekannt. Das Gerät an sich ist sehr stabil, fühlt sich auch sehr gut an. Vorne wird das Display von einem Mineralglas geschützt. Was es jetzt genau ist, konnte mir zumindest am Stand bisher keiner sagen. Hinten unter Umständen das gleiche, aber wie ihr seht, das ist extrem fingerabdruckbehaftet. Selbst auf dem weißen Glas sieht man die Schmiere im Prinzip schon durchkommen. Es gibt einen dedizierten Kamerabutton. Das Gerät ist IP68 zertifiziert. Ihr könnt damit bis zu 30 Minuten 1,5 Meter tief tauchen, Videos aufnehmen, Fotos machen. Also ein schönes, relativ kompaktes Gerät im Gegensatz zu vielen anderen großen Geräten mit einigen Features, die Leute wahrscheinlich gerne mögen. Mit einer etwas high-endigeren Hardware wäre es vielleicht besser gewesen. Ein größerer Speicher wäre auf jeden Fall vom Vorteil gewesen. Aber vielleicht sehen wir das ja beim Nachfolger. Alles klar, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, shared, liked, teilt das Video. Und ja, das war's von mir, von One, von PocketPC.ch.